Der Blick aus einem Fenster. Ein Blick, der weltberühmt wurde. Es ist das Atelierfenster eines Malers, der von 1909 bis 1914 in diesem Haus wohnte und dem in jener Zeit der entscheidende Durchbruch in der Malerei der Moderne gelang. Die Rede ist von Wassily Kandinsky und seiner Entwicklung hin zur Abstraktion. Der Weg in die Abstraktion lässt sich anhand der Murnauer Motive schrittweise durch die Jahre 1909 bis 1914 hindurch verfolgen. In den frühen Bildern sind Natur und Gebäude noch gegenständlich erkennbar. Während die späteren Bilder in ihrer motivlichen Auflösung einer reinen Formen- und Farbensprache entgegenstreben. Immer wieder hat Kandinsky den Blick aus seinem Fenster auf die Murnauer Kirche gemalt. In den bedeutendsten Museen der Welt, in New York, Paris, in St. Petersburg oder Moskau, hängen Murnauer Motive. Als Kandinskys Frau Nina nach seinem Tod zum ersten Mal nach Murnau kam, um den Ort zu sehen, von dem er ihr so oft vorgeschwärmt hatte und an dem seine berühmten Bilder entstanden waren, sagte sie, nachdem ich die Gegend mit eigenen Augen gesehen habe, begreife ich, weshalb Kandinsky diesen Flecken Erde so sehr liebte. Damals lebte Kandinsky mit der Malerin Gabriele Münter zusammen in dem Haus, das von den Murnauern das Russenhaus genannt wurde. Das Russenhaus ist nicht nur ein kunstgeschichtlicher Ort, es ist auch der Ort einer großen, tragischen Liebe. Unterhalb des Russenhauses führt die Bahnlinie München-Garmisch vorbei. Die Eisenbahngeräusche waren ein vertrauter Bestandteil des Lebens in diesem Haus und gaben Kandinsky und Münter das Gefühl, mit München in unmittelbarer Verbindung zu stehen. Sie konnten mühelos die Stadt erreichen und Besucher aus München konnten jederzeit bei ihnen in Murnau eintreffen. Besucher, die am Murnauer Bahnhof ausstiegen, mussten ein kurzes Stück an der Bahnlinie entlang gehen. Dann bog man in eine Allee ein. Leicht bergauf führte der Weg zu einem etwas abseits gelegenen Haus, das einen schon von weitem grüßte. Man musste um das Haus mit seiner ungewöhnlichen Dachform herumgehen, um den Eingang an der Westseite zu erreichen. In den 50er Jahren, als Gabriele Münter noch lebte, fuhr mein Vater oft nach Murnau, um die Malerin zu besuchen. Ich durfte ihn als Kind dabei begleiten.
Fräulein Anneliese, die Haushälterin, machte uns auf. Wir stiegen die Treppe hinauf, die berühmte Treppe mit Kandinskys Pferden und Reitern. Ich erinnere mich innerhalb des Hauses kaum an Einzelheiten, aber die Treppe mit den Pferden ist mir deutlich im Gedächtnis geblieben. Oben saß in ihrem Atelier die alte Dame und wartete auf uns. Meine Kinderhand versank in der unbeschreiblich weichen alten Hand. Ein Händedruck, den ich heute noch körperlich spüre. Etwas Melancholisches, Unglückliches ging von dieser Frau aus. Mein Vater deutete an, dass die Traurigkeit mit einem Mann zusammenhing, der sie einer anderen wegen verlassen hatte. Ich konnte damals noch nicht verstehen, was vorgefallen war, aber ich hatte ein starkes Gefühl der Solidarität zu dieser Frau. Sie, die große, ich, die kleine Gabriele. Ich verehrte sie, weil mein Vater sie verehrte, weil ich von ihren Bildern umgeben aufgewachsen war. Ich war wütend auf diesen Mann namens Kandinsky. Eines Tages würde ich der Geschichte nachgehen, die sich zwischen diesen beiden Menschen in diesem Haus abgespielt hatte. Kennengelernt hatten sie sich in Kandinskys Malklasse der Phalanx in München. Sie, die Westfälin, war 25, er, der Russe, 36 Jahre alt. Die Beziehung, die sich zwischen Kandinsky und Münter entwickelte, musste verheimlicht werden, da Kandinsky verheiratet war, mit Anja Chimjakin, seiner russischen Cousine. Kandinsky schickte seine Geliebte fort aus München, um Abstand zu ihr zu halten, schrieb Briefe voller Verlangen, voller Ermahnungen, voller Visionen für die einstige gemeinsame Zukunft. Fast jedes Treffen, das sie herbeigesehnt hatten, endete in Streit und gegenseitigen Vorwürfen. Es kam regelmäßig zur Zerreißprobe. In den folgenden Briefen schrieben sie wieder von Hoffnung und Sehnsucht. Kandinsky verlobte sich heimlich mit Gabriele, die er Ella nannte, und stellte ihr immer wieder die Ehe als Erlösung von dem gegenwärtigen Versteckspiel in Aussicht. Sie musste gegen die Vorbehalte und Ängste ihrer Familie ankämpfen, die an Kandinskys Aufrichtigkeit zweifelte. Sie aber glaubte an die Beteuerungen, die er in endlosen Briefen wiederholte, in denen er sie in beinahe religiöser Verehrung als seinen himmlischen Boten, seine Göttin, seinen rettenden Engel anflehte. Ich bete dich an, kniee vor dir, du gehörst mir, nie werde ich dich freigeben, dein Anbeter und Mann. Kandinsky fühlte sich nicht nur durch die gemeinsame Leidenschaft zur Malerei an die junge Frau gebunden. An Gabriele Münter faszinierte ihn ihre unverbildete, direkte Art. Er, der komplizierte Geist, wollte an ihrer Natürlichkeit und Gradlinigkeit teilhaben. Er brauchte sie als Lebenselixier. Andererseits griff er sie autoritär an, wenn sie nicht so war, wie er sie wünschte. Bitte bring dein Samtjackerl nicht mit. Ich würde schon für das blaue Kleid sein, mag es aber nicht. Bitte radle nicht mit dem hässlichen Hut, komme mit dem Panama auf dem Kopf. Ständig musste sie sich in ihren Briefen ihm gegenüber rechtfertigen, musste sich mit all seinen Bedenken und Vorwürfen auseinandersetzen und ihm, dem Dunklen, dem Suchenden, ein ewiger Kraft- und Lichtquell sein. Nach einer 6 Jahre währenden Liaison drängte sie ihn, endlich mit ihr unter einem Dach zu wohnen. Kandinsky, der sich immer noch nicht hatte scheiden lassen, wollte einer Wohnung außerhalb Münchens zustimmen. Gabriele Münter hoffte, dass sie nun für immer seine Ella sein würde. Auf der Suche nach einem geeigneten Wohnort kamen sie im Sommer 1908 nach Murnau. Von Murnau waren sie sofort begeistert. Sie mieteten sich im Gasthof Griesbräu ein und machten sich daran, den Ort und seine Umgebung in Farbe umzusetzen. Murnau war damals noch ein beschaulicher Ort mit schönen Straßen und bemalten Häuserreihen, die Kandinsky in ihrer Farbigkeit faszinierten.
Münter und Kandinsky schwärmten den Malerfreunden Alexej Jawlensky und Marianne von Werefkin von Murnau vor. Diese entschlossen sich ebenfalls, von München herauszufahren. Und so verbrachte man den Sommer 1908 zu viert in dem kleinen Marktflecken. Es war eine schöne, interessante Zeit mit viel Gesprächen über Kunst, erinnerte sich Gabriele Münter. Wir alle vier strebten sehr und jeder Einzelne entwickelte sich. Wir waren alle fleißig. Die Sommergäste fielen in ihrer städtischen Kleidung unter der ländlichen Bevölkerung auf. Murnau hatte damals viele malerische Winkel und Ansichten geboten, vor denen es sich lohnte, die Staffelei aufzustellen. Heute kann man diese Motive, die entweder bis zur Unkenntlichkeit saniert oder gänzlich abgerissen wurden, nur noch mit Mühe nachvollziehen. Die Landschaft um Murnau aber gleicht im Wesentlichen der, die die vier Malerfreunde damals lieben lernten. Murnau kam Gabriele Münter vor, wie auf einer gottgeschaffenen Aussichtsterrasse liegend, von der man auf der einen Seite zu den Bergen und auf der anderen Seite über den Staffelsee blicken konnte. Die Bilder, die Gabriele Münter und Kandinsky in diesem Sommer malten, drücken das Glücksgefühl der ersten Begegnung mit dieser Landschaft aus. Von den vier Malern war Jawlensky derjenige, der am weitesten vorangeschritten war in seiner großflächigen Bildaufteilung und farblichen Leuchtkraft. Gabriele Münter hatte in diesem Sommer viel von Jawlensky gelernt und erreichte eine ähnliche Flächigkeit und Farbenkraft. Kandinsky aber schien noch einem früheren Stil verhaftet. Er wirkte zu diesem Zeitpunkt weniger experimentierfreudig als Jawlensky und Münter. Gabriele Münter begann sich für die bayerische Hinterglasmalkunst zu interessieren. Ich war entzückt von der Technik und wie schön das ging und erzählte Kandinsky immer davon, um ihn auch dazu anzuregen, bis er auch anfing und dann viele Glasbilder machte. Sie kopierten zunächst religiöse Vorlagen und entwickelten bald auch eigene Motive. Sie bemalten die Rahmen bunt, wie sie das den oberbayerischen Hinterglasbildern abgeschaut hatten, und ließen sich von der formalen Vereinfachung leiten, ebenso wie von der Technik der schwarzen Umrisslinien. Gabriele Münter berichtet, dass ein wahres Glasmalfieber unter ihnen ausgebrochen sei, das später auch Franz Marc und August Macke erfasste. Kandinsky und Münter fühlten sich zum Murnauer Land mit seinen Bergen, Seen und Mooren so hingezogen, dass sie hier bleiben wollten. Sie machten sich auf die Suche nach einem geeigneten Haus.
Im Sommer 1909 kaufte Gabriele Münter außerhalb des Ortes, am Hügel gegenüber der Kirche, ein Haus, in das sich Kandinsky auf den ersten Blick verliebt hatte. Eine Liebe, die nicht nachlassen sollte, solange er hier wohnte. Es war ein Gebäude ohne Heizung, ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Seine neuen Bewohner stürzten sich mit Begeisterung in das einfache Landleben, pumpten Wasser, heizten mit Holz und lebten von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Hier waren sie, abseits vom Ort, Außenseiter im wahrsten Sinne. Der fremden Bewohner und Besucher wegen, Kandinsky, Jawlensky und die Werfkin waren Russen, sprachen die Murnauer bald vom Russenhaus. Nach den Jahren der Heimlichkeit und der langen Reisen lebten Kandinsky und Münter nun endlich zusammen und konnten sich gemeinsam einrichten. Sie ließen sich einfache Holzmöbel schreinern und bemalten sie mit volkstümlichen Motiven. Heute sind die Räume nicht mehr im ursprünglichen Zustand erhalten. Teilweise wurden sie aber mit den Gegenständen jener Zeit wieder eingerichtet und zur Besichtigung freigegeben. So erhält man wenigstens einen kleinen Einblick in die Einrichtung des Hauses, innerhalb derer viele von Gabriele Münters Stillleben entstanden sind. Eine Vorstellung, wie die Räume in der Anfangszeit des Russenhauses ausgesehen haben, vermitteln uns die Fotografien und Bilder von Gabriele Münter. Hier ist im Hintergrund Kandinsky auf seinem Bett zu erkennen. Vor der grünen Wand steht ein weißes Schränkchen, über das Gabriele Münter schrieb: Mein Toilettenschränkchen hat Kandinsky bemalt, zart und humoristisch. Am mittleren Fach rennen ein blauer Reiter und eine dunkle Reiterin. Er wendet sich um nach ihr und winkt, und sie rennt, was sie kann. Manchmal hat mich dieser Scherz geärgert, weil er unwahr ist. Denn er wandte sich nie um und sagte nie, komm mit. Kandinsky und Münter entwickelten eine große Vorliebe für die bayerische Volkskunst. Sie sammelten hinter Glasbilder und Figuren, die motivlich in Münters Stillleben wiederkehren. Kandinsky, der neben seiner Liebe zur russischen nun auch die bayerische Volkskunst schätzen gelernt hatte, bekannte sich sogar in seiner Kleidung zu seinem Leben in dieser Umgebung. Besucher empfing er in bayerischer Tracht, auch seine russische Mutter, als sie nach Murnau kam. Kandinsky hat in Briefen betont, dass er sich in Bayern und in der bayerischen Lebensart daheim fühle. Umso mehr, wenn er von Reisen aus dem Ausland nach Oberbayern zurückkehrte. Wenn Kandinsky, der Russe, in Murnau in bayerischer Tracht herumlief und seinen Malerfreunden gegenüber in Lederhosen auftrat, war dies sicherlich auch ein Zeichen der Zugehörigkeit. Gabriele Münter und Kandinsky waren sehr musikalisch. Für beide war die Musik neben der Malerei ein wichtiges Element in ihrem Leben.
Kandinsky hatte sein Harmonium mit nach Murnau gebracht. Arnold Schönberg nahm in dieser Zeit Kontakt mit Kandinsky auf. Und es entwickelte sich eine langjährige Freundschaft und künstlerische Zusammenarbeit zwischen dem Musiker und dem Maler. Die wichtigste Verbindung dieser Jahre aber brachte die Freundschaft zu Franz Marc, dem späteren Mitbegründer des Blauen Reiter. Franz und Maria Marc wohnten im benachbarten Sindelsdorf. Die gegenseitigen Besuche zwischen Sindelsdorf und Murnau wurden mit Postkarten angekündigt. Lieber K., Zinnobergruß, Franz Marc. Gabriele Münter skizzierte die Besucher in einem typischen Moment, um ihre Eindrücke später in Öl festzuhalten. Jawlensky, der etwas hilflos den kunsttheoretischen Ausführungen Kandinskys lauscht. Und Paul Klee, ebenfalls aufmerksam dem redegewandten Dozierenden Kandinsky zugewandt. Für die Murnauer Bevölkerung, die nicht hinter die Fassade des Russenhauses schauen konnte, war dies ein suspekter Ort, wo ein merkwürdiges Künstlervolk verkehrte und wo eine junge Frau mit einem verheirateten Mann zusammenlebte. Es war nicht nur vom Russenhaus, sondern auch vom Hurenhaus die Rede. Gabriele Münter und Kandinsky fühlten sich, ihrer Außenseiterrolle ungeachtet, diesem Land zugehörig. Und durchstreiften die Seeufer, Berge, Wälder und Moore auf langen Wanderungen, meist mit der Staffelei auf dem Rücken. Bei Kandinsky sind die Umrisse dieser Landschaft nur auf den frühesten Bildern erkennbar. Sein künstlerischer Weg zwang ihn, die Natureindrücke zu verinnerlichen und in sogenannte Impressionen oder Improvisationen zu verwandeln. Anders bei Gabriele Münter. Auch sie übersetzt nicht naturgetreu, wandelt Farben und Flächen. Aber immer so, dass der jeweilige Standort der Staffelei noch nachvollziehbar bleibt. Sodass vor dem Auge des Betrachters, der auf Gabriele Münters Spuren durch das Murnauer Land zieht, die Motive ihrer Bilder mit dieser Landschaft verschmelzen. Thank you.
Am Rand des Murnauer Moos steht eine kleine Kirche, die Münter und Kandinsky oft besuchten. Sie ist dem heiligen Georg geweiht. Der reitende Georg im Kampf mit dem Drachen begegnete Kandinsky in Murnau auf Altarbildern, hinter Glasbildern und Skulpturen. Murnau hat als Wappentier einen Drachen. Das Murnauer Land, ein Drachenland, ein Georgsland. Der heilige Georg war ganz offensichtlich eine faszinierende Figur für Kandinsky, mit der er sich in seinen Gemälden und hinter Glasbildern immer wieder auseinandergesetzt hat. Von den Georgsdarstellungen in Murnau ist manche Anregung ausgegangen, die Kandinsky in seine Reiter- und Pferdebilder hat einfließen lassen. Kandinsky und Franz Marc arbeiteten an ihrem Almanach, indem sie ihre Überzeugung kundtun wollten, dass der Malerei eine über das Visuelle hinausgehende metaphysische Kraft innewohne. Der Mensch spricht zum Menschen vom Übermenschlichen. Das ist die Sprache der Kunst, erklärte Kandinsky. Für den Almanach musste ein Titel gefunden werden. Kein Zufall, dass sie sich bei der gemeinsamen Vorliebe für Pferde auf den Titel Der blaue Reiter einigten. Als Vorlage für das Titelblatt des Almanachs wählten sie ein Hinterglasbild von Kandinsky, das den heiligen Georg mit dem Drachen darstellt. Der blaue Reiter nimmt den Kampf auf mit einem überkommenen akademischen Kunstbegriff und versucht, Kunst zu den Ursprüngen menschlicher Ausdrucksformen zurückzuführen. Der Volkskunst, der Kunst der Primitiven, der Kindermalerei. Die Aufbruchsstimmung in die Moderne wurde in keiner anderen Programmschrift so impulsiv wiedergegeben wie in dieser Ansammlung von Artikeln, in denen es um die metaphysische Sprache aller Künste geht, in der die bildende Kunst zwar den größten Raum einnimmt, in der aber auch auf neue Ausdrucksformen in Theater und Musik eingegangen wird. Zum Beispiel in einer Komposition von Arnold Schönberg. Unter dem Begriff Der blaue Reiter wurde auch eine Ausstellung zusammengestellt, in der Werke von Künstlern gezeigt wurden, die sich als Mitstreiter von Kandinsky und Marc verstanden. Natürlich zählte auch Gabriele Münter zu diesem Kreis. Sie gehörte zwar nicht offiziell zur Redaktion des Blauen Reiter, man kann aber annehmen, dass sie aufs Engste mit den Vorstellungen und Zielen von Marc und Kandinsky vertraut war. Gabriele Münter war jedoch ganz anders als Kandinsky, nicht von Sendungsbewusstsein getrieben. Ihre Bilder basierten mehr auf intuitiver Auffassung und Gestaltung, denn auf kunstphilosophischen Überlegungen. Wer Gabriele Münters Bilder betrachtet, wird darin kaum Züge der Nachahmung von Kandinskys Malstil erkennen können. Sie war eine eigenständige, eigenwillige Künstlerin, die der vorwärts drängenden Entwicklung Kandinskys nicht nachzueilen versuchte. Kandinsky hätte es vermessen gefunden, die Gefährtin als seine Schülerin zu betrachten. Schon ganz zu Anfang ihrer Beziehung,
Als sie tatsächlich noch in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis standen, hatte er ihr versichert, man kann dir nichts beibringen. Du hast alles von Natur aus. Und in einem seiner letzten Briefe an sie schrieb er, ich liebte von Anfang an dein Talent und ich werde es immer lieben. Und vielleicht bin ich bis jetzt der Einzige, der seinen Rang begreift. Kandinsky arbeitete fieberhaft an der Verwirklichung seiner Visionen. Er hatte vorausgesagt, dass er es sein werde, der der Malerei einen völlig neuen Weg eröffnen werde. Noch ein paar Jahre und ich werde siegen, prophezeite er seiner Geliebten im Jahr 1905. Noch wusste er nicht, wie er an sein Ziel gelangen würde, aber er hatte erkannt, dass es der Gegenstand war, der seinen Bildern schadete. Diese Erkenntnis wühlte ihn auf, denn es war ihm unklar, wodurch er den fehlenden Gegenstand ersetzen sollte. Er begann in zunehmendem Maße erkennbare Konturen wegzulassen und seine Bilder in Farbkompositionen zu verwandeln. 1910. Auf den ersten Blick dominiert der Eindruck der Farben. Auf den zweiten Blick aber ist eine Kuh zu erkennen und eine Bäuerin beim Melken. Nur noch ein paar schwarze Umrisse deuten Figuren an. 1912. Ruder nannte Kandinsky dieses Gemälde und gab damit den schwarzen Linien, die von der Bildmitte ausgehen, eine motivliche Funktion. 1914. Als Kandinsky die Schwelle zur Abstraktion längst überschritten hatte, kokettierte er hin und wieder noch einmal mit dem Gegenstand. Bei genauem Hinsehen erkennt man in der unteren Bildhälfte ganz klein ein Paar in bayerischer Tracht. Die letzte Reminiszenz eines Künstlers an die Vergangenheit, von der er wusste, dass er sie überwunden hatte. Kandinsky war der Aufbruch in die Moderne gelungen. Er hatte den Weg in die reine Formen- und Farbensprache freigelegt. Vielleicht war ihm das nur an der Seite dieser Gefährtin möglich gewesen, der er immer wieder versichert hatte, dass er nur durch sie zu wirklich Großem gelangen könne. Auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Entwicklungsprozesses brach der Erste Weltkrieg aus und trennte das Paar. Das Russenhaus stand leer. Kandinsky musste Deutschland verlassen und nach Russland zurückkehren. Gabriele Münter fuhr nach Schweden, um ihm näher zu sein und um ein Treffen mit ihm jederzeit möglich zu machen. Kandinsky, der vor seiner Abreise noch einmal sein Eheversprechen bekräftigt hatte, schrieb nach Schweden ausweichende, vertröstende Briefe. Er lernte in Moskau die junge Nina Andrejewski kennen und heiratete sie wenige Monate später. Er war zu feige, Gabriele Münter die Wahrheit mitzuteilen. Selbst als er mit Nina zusammen bereits ein Kind hatte, wartete Gabriele Münter in Schweden immer noch auf den vermeintlichen Gatten.
Als sie, zermürbt von den Sorgen um Kandinsky, von dem sie lange nichts mehr gehört hatte, schließlich von dritter Seite erfahren musste, welche Tatsachen geschaffen waren, war sie in ihrem Lebensmut und in ihrer Schaffenskraft gelähmt. Wie ein Spuk geisterten fortan die Nachrichten von Kandinskys neuem Leben an der Seite der anderen Frau durch ihr Dasein. Kandinsky war zu keiner Aussprache, zu keinem Treffen mit ihr bereit. Gabriele Münter fühlte sich recht und ehrlos fallen gelassen. Sie begann, den so sehr verehrten und geliebten Mann zutiefst zu verabscheuen und blickte voller Neid auf dessen erfolgreiches, allem Anschein nach glückliches Leben an der Seite der schönen jungen Frau. Trotzig nannte sie sich Gabriele Münter Kandinsky und machte lange demütigende Versuche, im Nachhinein wenigstens noch eine Anerkennung als seine rechtmäßige Ehefrau zu erlangen. Gabriele Münter ist nach vielen Jahren allein nach Murnau zurückgekehrt. Sie musste mühsam mit den Erinnerungen leben lernen, die sie in diesem Haus umgaben. Ohnmacht und Hass sind Zwillinge, schrieb sie in ihr Tagebuch. Man lernt schließlich seine Schmerzen und Leiden lieben, wenn sie uns mit dem innersten Erleben verknüpfen. Und man lernt, lebenslang an Irrtümern festzuhalten, aus Angst, auch diesen Zusammenhang zu verlieren. Sie fühlte sich einsam und überflüssig. Die Wege, die sie mit ihm gegangen war, ging sie nun allein. Es ist, als wenn eine schwere Schicht auf meinem Leben läge und kein Blühen mehr aufkommen lasse. Ich kann allenfalls pinseln, ohne Inspiration und ohne Glauben. Meine Malanstrengungen wollen neues Leben schaffen. Das ist ein qualvolles, schweres Beginnen. Doch schließlich waren es die vertrauten Motive dieser Moorlandschaft, die Gabriele Münter den Glauben an ihre Kunst Bild um Bild zurückgegeben haben. Und so verdanken wir dieser Künstlerin in ihren frühen wie in ihren späten Murnauer Bildern jene leuchtende Umsetzung einer wunderbaren Naturvorgabe in Malerei.
Es hat Gabriele Münter gut getan, dass sich der Kunstmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an sie erinnert hat. Sie konnte sich als Malerin behaupten, auch ohne Kandinsky an ihrer Seite. Doch die Gedanken an diesen Mann begleiteten sie in einer Mischung aus Hass und Liebe bis an ihr Lebensende. Als sie ein spätes Foto von Kandinsky sah, versuchte sie sich einzureden, dass er immer noch genauso unfroh und arrogant aussehe wie früher. Über aller persönlichen Kränkung aber stand die Liebe zu seiner Kunst. Voller Bangen hatte sie seine Bilder im Keller des Russenhauses versteckt durch das Dritte Reich retten können. Nach dem Krieg hat sie, die in Murnau nur kärglich leben konnte, allen Anfragen widerstanden, Kandinskys Bilder an die Museen der Welt zu verkaufen. Sie hat den Schatz beisammen gehalten und ihn noch zu ihren Lebzeiten als Schenkung dem Münchner Lehnbachhaus übergeben. Gabriele Münter ist am 19. Mai 1962 im Alter von 85 Jahren im Russenhaus gestorben. Ihr Grab liegt auf dem Murnauer Friedhof, dem Russenhaus direkt gegenüber. Das Russenhaus, Geburtsort der abstrakten Malerei, Wegweiser in die Moderne, ein Haus, in dem einige der wichtigsten Kunstwerke unseres Jahrhunderts entstanden sind, in dem diese Werke die Verfolgung der Entarteten überleben konnten, ein Haus, in dem ein Mann nicht nur mit seiner Kunst, sondern auch mit der Liebe zu einer Frau gerungen hat, ein Haus, in dem diese Frau bis zu ihrem Tod mit dem Schatten dieser Liebe weitergelebt hat.